Hallo zum Stadtgespräch Böblingen hier aus unserem Studio Motorworld. Zu Gast ist heute Marion Beck, die Ende vergangenen Jahres von der Stadtverwaltung Weilerstadt nach Herrenberg gewechselt ist, und zwar in das Amt der Wirtschaftsförderin. Schön, dass du da bist. Guten Morgen, Bernd. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Marion, was sind denn so die großen Unterschiede zwischen deinem bisherigen und deinem neuen Amt? Also die Stadtgröße ist wahrscheinlich das Einschneidendste, was im Moment was so der Unterschied ist. Ja? Fachwerk und Reichsstadt sind beide, aber die Stadtgröße ist natürlich weitaus größer wie Weilerstadt. Ja. Und die Mitarbeiterschaft vielleicht auch nochmal, die das bei dir Gebiet ist. Das Gebiet natürlich auch, ja. Was ich verantworten darf, ist größer, war eine ist eine Herausforderung. Und das war dann auch schließlich der Grund, nach Herrenberg zu gehen. Welche sind denn die Gebiete oder die Bereiche, die du jetzt in Herrenberg abdeckst? Also ich darf die Amtsleitung für Wirtschaftsförderung und Kultur machen. Das heißt, wir sind in erster Linie für die Wirtschaftsförderung zuständig, fürs Stadtmarketing, für die ganzen Kulturveranstaltungen, für die Kulturschaffenden natürlich auch. Dazu gehört die Stadtbibliothek, die Volkshochschule und auch das Archiv. Also ist ein relativ großer Bereich, toll, interessant, viele neue Sachen und viele alte Sachen, wo ich natürlich auch mein Steckenpferd drin habe. Und ein Stück weiter Tourismus, glaube ich, auch noch. Ne? Tourismus gehört auch dazu. Genau. Gut, dann rollen wir es doch mal von einer Seite. Ich habe mich für die Wirtschaft entschlossen auf. Und lass doch mal uns überlegen oder sag du, welche aktuellen Projekte stehen denn da an? Beispielsweise, wie sieht es denn aus mit der Weiterentwicklung von Gewerbeflächen in Herrenberg? Ist das auch ein Thema der Wirtschaftsförderin, das brisant ist? Natürlich sind Gewerbeflächen immer interessant und auch brisant, zumal es im Moment sehr wenig in unserer Region gibt. Ja. Wir sind immer dran an Erschließungen, an Ideen, was können wir noch veräußern. Es ist mittlerweile natürlich ein bisschen schwierig, denn es sind viele, viele Richtlinien einzuhalten, Naturschutz, und die Bürger sind natürlich auch mit abzuholen. Aber wir haben ein schönes Gebiet am Binsenkolben, was wir demnächst, was spruchreif wird. Und ja, ich denke, da sind wir schon sehr aktiv im Moment. Wir haben unheimlich viel Bewerber für die Grundstücke, was natürlich die Auswahl auch erschwert. Ja. Was ist da ein besonderes Kriterium in Herrenberg, wenn es viele Bewerber gibt? Ist es die Anbindung an die Autobahn oder Quadratmeterpreise? Die Quadratmeterpreise sind, glaube ich, ziemlich gängig hier in der Region. Da unterscheiden wir uns nicht großartig von anderen Städten. Wir liegen natürlich sehr geschickt an der Autobahn, das ist klar. Kriterien, es spielt unheimlich viel auch in das Thema Nachhaltigkeit, Klimaneutralität mittlerweile. Wie stellt sich eine Firma auch dar? Was hat es für einen Mehrwert? Also wir versuchen, im Fall Binsenkolben geht es hauptsächlich auch für die Handwerker, für kleinere Betriebe, die wir in Herrenberg gern halten möchten. Und ich glaube, da haben wir auch ein ganz gutes Auswahlkriterium mittlerweile. Das haben wir mit den Ortsvorstehern auch entwickelt, wo wir sagen, was für ein Unternehmen passt zu diesem Gebiet. Ja. Der Blick in die Kernstadt, und dort beobachtet, wenn man so flaniert durch die Gassen, der eine oder andere Leerstand, der sich natürlich ergeben hat, durch das, dass Ladenbesitzer eben aufgehört haben, nicht weitervermietet haben, vielleicht auch anders entstanden. Wie geht man damit um? Ist der gravierend, oder würdest du den auch eher vergleichbar mit Weilerstadt oder mit anderen Mittelstädten sehen? Ich freue mich, dass du das ansprichst, ja, denn wenn man in eine Stadt kommt, dann läuft man als Besucher ja durch und sagt, warum steht es leer, warum steht hier so viel leer? Ich denke, das weiß man natürlich nur, wenn man in der Stadt aktiv ist. Wir haben oft das Problem, dass wir Immobilien haben, wo der Eigentümer gar nicht vermieten möchte. Ja, dass er vielleicht in einem gewissen Alter ist, wo er gar nicht mehr das Interesse hat zu vermieten. Dann haben wir einen Leerstand, an den wir überhaupt nicht rankommen. Und dann gibt es immer wieder auch Vermieter, die unglaubliche Preisvorstellungen der Quadratmeterpreise haben. Ja. Also die sich vergolden lassen wollen im wahrsten Sinne. Ne? Wir haben zeitweise Quadratmeterpreise wie am Killesberg. Ja. Und das geht natürlich nicht auf. Ja. Aber wir sind im Moment wirklich guter Dinge. Wir arbeiten in der Innenstadt auch mit Pop-up-Konzepten. Wir haben Anfragen, was uns natürlich auch sehr freut, die wir im Moment vermitteln.
können auch teilweise. Also ich glaube, so, man hat so das Gefühl, dass die Innenstadt, es passiert was, ja. Ja, aber und ich habe, Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf, ich habe ja unglaublich gute Erfolge auch in Walderstadt wirklich verbuchen können über die Zeit, sodass wir eigentlich zum Schluss, als ich gegangen bin, so gut wie keine Leerstände mehr hatten. Ja. Und ich glaube, das ist auch immer, das ist eine Position für die Innenstadt, wo es unheimlich viel Fingerspitzengefühl braucht und Kontakte, viele Kontakte, dass die Leute einfach wissen, wo müssen sie fragen und dann kann man gucken, was passt, wer passt in welche Immobilie. Ja. Also das dicke Brett will weiter gebohrt werden, ne? Um es auf den Punkt zu bringen. So ist es. Auf den Punkt gebracht und seit geraumer Zeit ist das City Marketing in Herrenberg ja mittlerweile auch. Auch da gibt es Erfolge, die erzielt wurden in letzter Zeit. Der Blick nach vorne, es wurde der Stadtgutschein eingeführt, erst dieser Tage, der jetzt erweitert wird. Ja. Hast du da auch schon einen Blick drauf? Wie erfolgreich ist der denn in Herrenberg? Um was geht es da, kurz also, gesprochen? Also für die kurze Zeit ist er sehr erfolgreich und wir freuen uns auch über so viele teilnehmende Händler, die den eben auch annehmen. Ein Stadtgutschein wächst. Ja, und ich glaube, viele Händler muss man auch abholen über diesen Erfolg, der da entsteht. Ja, dass die sagen, Mensch, das bringt tatsächlich was. Und es ist natürlich fantastisch. Ja, man kann ihn verschenken, die Arbeitgeber können ihn als Geschenke ausgeben. Und da haben wir aber auch noch viel zu tun. Also der Anfang ist super, der läuft sehr gut an, aber wir müssen in der Akquise noch viel machen. Aber sind immer wieder Anlässe möglich, um diesen Gutschein zu verquicken mit Aktivitäten für den Handel in der Stadt? Ja, ne? Ja. Ja, wir wünschen uns natürlich auch, dass die ganzen Unternehmer, die seither Gutscheine jeglicher Art für Internet-Einkäufe verschenkt haben, dass die den Stadtgutschein einfach auch nehmen. Ja? Weil das Angebot ist da und wir organisieren das. Nach einer kleinen kurzen Pause schauen wir uns an, was in den anderen Bereichen alles möglich ist. Liebe Zuschauer, wir sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie bei uns. Regio TV. Zurück zum Stadtgespräch Böblingen mit Marion Beck, der neuen Wirtschaftsförderin in Herrenberg. Marion, Wirtschaft haben wir abgehakt. Kultur und Tourismus beschäftigt uns jetzt im zweiten Teil unseres Gesprächs. Da gibt es ja Veranstaltungen, die es traditionell schon gibt. Da gehören zum Beispiel die Sommerfarben dazu. Ist das was, das dieses Jahr stattfindet? Gibt es Alternativen oder Erweiterungen? Was weiß man denn schon, auch pandemiebedingt? Also wir setzen dieses Jahr mit den Sommerfarben aus und werden die Sommerfarben Goes Local nennen. Das heißt, wir bringen ein großes Magazin raus, in dem wir alle Veranstaltungen, aber wirklich alle, also vom Trachtenverein über die Jazzaktivitäten, alles, was stattfindet in den drei Sommermonaten, versuchen wir zu bündeln und rauszugeben. Wir werden nächstes Jahr wieder mit den Sommerfarben wieder starten. Ja. Natürlich haben wir verschiedene Aktivitäten, so oder so. Wir haben das Straßenmusikfestival, das wird stattfinden. Wir haben den Kunsthandwerkermarkt, also da wird schon einiges natürlich stattfinden. Aber die Sommerfarben, so wie wir sie kennen, werden dieses Jahr aussetzen. Gut, das sind ja auch Vereine, der Gewerbeverein zum Beispiel, das Stadtmarketing, mit Aktivitäten beschäftigt, die dann, ohne dass wir die jetzt explizit nennen, dazukommen werden, ne? Im besten Falle. Ja, absolut. Eine Sache, die es schon sehr, sehr lange, ich glaube, das 17. Jahrhundert war es in Herrenberg, gibt unter dem Stichwort Fruchtkasten, der ursprünglich als Speicher gedient hat, heute Museum ist, aber sich entwickelt. Da ist eine Investition, glaube ich, in Größenordnung von 4 Millionen Euro aktiv. Wo geht denn da die Reise hin? Was wird da draus? Wann kann man erwarten, dass das, was da neu wird, fertiggestellt ist? Also wir würden gerne im Anfang 2024 bereits eröffnen. Im Moment arbeiten wir mit Hochdruck an den ganzen Ausstellungen, an den Möglichkeiten dieser. Es ist eine traumhafte Location. Also es ist ein wunderbarer, großer Raum, mitten in der Stadt neu hergestellt wird. Also die mit neuesten musealischen Ideen wird da gearbeitet. Also grandios, wirklich, ganz toll.
Bleibt es denn rein ein Museum oder gibt es noch ein Stück weit mehr? Also wir wollen unten eine Touristinfo reinmachen. Mhm. Wir möchten gerne ein Café dazu. Es soll ein bisschen ein Regionalshop dazu sein. Aber bitte, das sind alles im Moment noch Visionen. Und es werden wechselnde Ausstellungen stattfinden. Es wird oben einen Veranstaltungsraum geben mit bis zu 100 Plätzen. Es gibt auch eine Herrenberg-Lounge, so ist im Moment mal angedacht. Und es wird eine ganz tolle Räumlichkeit der Begegnung. Und natürlich auch mit einer Touristinfo, worüber ich mich sehr freue, weil der touristische Aspekt, den können wir in Herrenberg wunderbar spielen, mit einem schönen Anlaufpunkt, der am Wochenende natürlich auch da ist für die Besucher von Herrenberg. Der Schönbuchturm, den gibt es natürlich auch. Spürst du den als Wirtschaftsförderung denn auch? Füllt er denn die Gassen und die Kassen? Wir spüren ihn noch nicht, aber das werden wir bestimmt demnächst nach vorne treiben, denn wir möchten gern verschiedene Aktionen, die wir am Turm spielen, auch in der Innenstadt spielen. Das heißt zum Beispiel diese beleuchtete Illumination am Schönbuchturm im Oktober, die werden wir auch in die Stadt holen mit einer langen Einkaufsnacht, mit der Herbstschau verbinden vom Gewerbeverein. Wir versuchen da so mit Shuttleverkehr eine Symbiose zu schaffen und hoffen natürlich, dass von den letztes Jahr fast, wir gehen von 6.000 Besuchern aus, dass wir doch auch einen großen Teil auch in die Innenstadt bekommen. Das wäre fantastisch. Und wenn das funktioniert, dann denke ich, spielen wir dieses Thema bestimmt öfter. Ja, das wollte ich gerade nachfragen, am besten von Wochenende zu Wochenende, um die Gäste nach Herrenberg zu holen und im besten Falle unter der Woche auch noch. Dann hat der Handel was davon. Marion, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Einen guten Job und viel Spaß weiterhin in Herrenberg. Und liebe Zuschauer, Sie wollen wir euch heute nicht entlassen, ohne den Hinweis zu geben, dass es im Sommer einen Sandstrand in Herrenberg geben soll. Was genau dahinter steckt, irgendwann später. Schönen Dank fürs Reinschauen.